Express Taxi. Jetzt können wir bereits von den ersten Demonstrationen da haben wir bereits einen Bahnsteig und einen Dreidecker, die sich bereit machen für die Doppel-Simulation und dann achten Sie jetzt genau auf die Zweier Luftfahrzeuge aus letzten vergangenen Tag. Da können wir nachvollziehen, wie immer da vor 100 Jahren den Luftfahrt zu gehen gegangen ist. Die Versuche sind jetzt hier zu bekämpfen. Der Baron ist ein bisschen aggressiver. Ja, die Focker, die Und ist der einzige flugfähige Doppeldecker mit Umlaufmotor in Europa. Die schwedische Luftwaffe suchte seinerzeit nach einem wendigen Luftfahrzeug für Jagdknotenzugtraining. Und sie waren bis 1932 ca. 12 Jahre im Einsatz. Dieses präsentierte Mittelhaser 1989 zum ersten Mal nach 6-jähriger Bauzeit. Und die Herausforderung war sehr groß, denn es gab keine Baumlinie, es gab nur ein Hotel, keine Museum, die mühevolle Kleinarbeit, haben dort Fahrt genommen und die Daten der Kummelitzer abgenommen. Aus! Sì, ma è proprio...
Zum Luftraum war geschehen, ist nachlos, was anderes.